Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Hallo. Hey, Let's Sie Play da. Prey. Brauchen Sie Knarren? Muni, einer von diesen Forscherfuzzis war in der Waffenkammer. Hab seinen Code gesehen. Lassen Sie mich hier raus, dann gehört er Ihnen. Ich heiße Aaron. Aaron Ingram. Vorstrafenregister von Volontär Destovec zur Ansicht freigegeben. Drücken Sie Daten als Antwort, um Daten anzusehen. Information zu Volontär. Name, Geschlecht, männlich, Rasse, weiß, Einrichtung, Lager, 17 Sibirien. Information zu Vergehen. Menschenhandel, Entführung, versuchte Anstiftung, minderjähriger Verbreitung von Betäubungsmitteln, Betrug. Naja, geht ja mal noch. Hey, was lesen Sie da? Meine Akte oder was? Ich schwöre beim Grab meiner Mutter, das ist ein Haufen Lügen, damit sie schneller aufs Knöpfchen drücken. Okay, gut, ehrlich gesagt. Manches ist wahrscheinlich wahr. Hab früher schon Mist gebaut. Aber das habe ich nicht verdient. Kommen Sie, machen Sie auf. Das hat er wirklich nicht verdient, von daher. Wird aber auch Zeit. Endlich ein bisschen Menschlichkeit. Man, tun kann er mir eh nichts. Aaron, Sie waren Ingram. Als einziger Mensch freundlich zu mir. Und Sie können mir glauben, das will ich nicht vergessen. Falls Sie den Code noch wollen, acht. Okay, die Musik ist immer noch ein bisschen laut, finde ich. Machen wir doch wieder auf 80, würde ich sagen. 714. Wenn Sie Kerlen in grünen Overalls über den Weg laufen, dann verpissen Sie sich. Die sind nicht so nett wie ich. Oh nein. Hier ist noch ein Volontär vorbeigekommen. Großer Kerl. Drecksack wollte mich nicht rauslassen. Aber jetzt bin ich froh drum. Hat ein paar armen Schweine den Schädel eingeschlagen. Hat die ganze Zeit von schwarzen Eiern oder so gebrabbelt. Total verstört. Danke! Solche Viecher habe ich noch nie gesehen. Wo kommen die her? Vom Meeresgrund oder was? Kommt der mit oder was? Warum machen sie das? Eine Menge Zeug hier drin. Vielleicht eine Extrapistole? Er war sicherlich kein guter Mensch. Aber sie haben ihn trotzdem befreit. Mich würde interessieren, ob das Mitgefühl war oder sie ein anderes Motiv hatten. Ich kann nur meinen Anweisungen entsprechend handeln. Die Typhon können nur töten und zerstören. Aber sie sind ein Mensch. Sie haben eine Wahl. Cool, danke. Ich habe hier angefangen, Dinge zu vermissen, die man eigentlich gern los wird. Mein Mini-Pudel zum Beispiel. Hässlich wie die Sünde. Der kleine Scheißer hat mir die Stiefel zerkaut. Frag mich, was aus ihm geworden ist. Hier gehen wir doch einfach mal ihm so eine Waffe, dann kann er mitkommen und mir helfen, verdammt nochmal. Aber nee, wird wahrscheinlich wieder nicht gehen, ey. Naja, bleib du einfach hier und... Kommt er jetzt mit, oder? Bleibt er da drin, oder was? Ich hab die Kinder nicht angerührt. Hab ihnen nur aus der Patsche geholfen, mehr nicht. Den echten Kriminellen, denen hat's nicht gefallen, dass ich ihren Schotter abgeräumt hab. Die haben ihre Krallen tief in der Regierung, haben mich ins Gulag verfrachten lassen und jetzt bin ich hier. Okay, dann bleib hier ohne Waffen, ohne gar nichts, mach's gut. Geister oder was? Christine Lloyd. Ich will ihr nicht nerven, aber wann kümmern Sie sich um diesen Durchbruch? Ich bin gerade dorthin unterwegs. Was ist da wohl geschehen? Schwer zu sagen, ich muss mir das anschauen. Vielleicht haben Mikrometeoriten ein Loch hineingeschlagen. Selten, aber kommt vor. Okay, gut. Hoffentlich ist es nur das.
Verschweigen Sie mir etwas? Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Lagerraum befindet sich geheimes, exotisches Material. Wir brauchen da Zugang. Aha, ich verstehe. Hallo. So, jetzt müssen wir uns also doch um das Experiment hier kümmern. Und das vollenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie... aktivieren Sie Ihr Psychoskop. Okay, ist aktiviert. Operator nähert sich. Untersuchungsraum beschädigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Oh oh, ich war nicht so gemeint. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Im Pilator bringt mir gar nichts. Aber der scheint nicht zu schießen, oder? Untersuchungsraum beschädigt. Warnung. Untersuchungsraum. Okay, das ging ja irgendwie schnell. Sie neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhen töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Und bratelt denn das noch so? Okay, passiert einfach gar nichts, oder was? Aha. Interessant. Hallo? Na gut, dann gehen wir eben weiter. Geil, wie schnell man mit der Waffe schießen kann. Das bringt dann doch was, die Pistole. Moment mal, wo geht's denn hier lang? Ach, hier geht's ja nirgendwo lang. Okay, sorry. Das müsste dann die andere Richtung sein. Erdungswiderstand. Wieso blinkt denn der so? Verstehe ich nicht. So blinken doch eigentlich nur Sachen, die man mitnehmen kann. Die ganzen Leichen her, die haben wir aber nicht umgebracht. Was? Do not block. Automatische Auslöschergeschütze. Transtars letzte Verteidigung gegen einen Ausbruch. Schwach, aber einfach herzustellen. Das Beste ist die eingebaute Psychoskop-Tag.
Sie kann zwischen Aliens und Menschen unterscheiden. Sollte kein Problem für sie sein. Sie sind ja kein Alien. Korrekt. Gehe zu Guts. Oh, wunderschön. Eine Stunde jetzt erstmal laden. Im Gravitationsunterführungstunnelsystem, auch Guts genannt, herrscht Mikrogravitation. Die Tunnel erstrecken sich über die gesamte Länge der Talos 1 und dienen Wartungszwecken und dem Frachttransport. Oh, das geht aber sehr schnell gerade, das Laden. Sehr geil. Dann kann ich sogar dieses Windows-Ladesystem hier verkraften. Sieht echt aus wie dieses Windows-Symbol, oder? Warum sieht das so merkwürdig aus? Weil da... Ach so, wegen der Gravitation, alles klar. Mikrogravitation entdeckt. Aber immerhin... haben wir Luft, wie es aussieht. Oder? Ach, keine Ahnung. Diese Tunnel durchziehen die gesamte Station. Hauptsächlich Leitungen für Strom, Wasser und Luft. Aber Operator liefern darüber Vorräte vom Frachtraum zum Arboretum. Bei der geringen Anzahl an eingeteiltem Personal dürfte auch die Typhon-Präsenz hier nur minimal sein. Aber das ist vielleicht eine falsche Annahme. Hoffen wir mal das Beste, dass da keine Typhons rumeiern. Sag mal, habe ich die Musik nicht leiser gemacht? Die kommt jetzt noch lauter vor als vorher. 80. Okay. Moment mal, wenn jetzt... ich will mal gucken, ob das überhaupt was bringt. Wenn ich jetzt auf 0 setze, ist die Musik dann weg? Ja, sie ist weg, okay. Dann mache ich sie halt auf... was hatte ich? 80 auf 60? Ich finde sie immer noch ziemlich laut, aber... okay. Hallo? Ach so, das ist dahinter natürlich. Geil, habe ich jetzt gerade das Ding hier einge... ja. Toll, war es nur ein Gegenstand? Nee, da unten blinkt noch was. Eine korrodierte Spule, das sind mir echt die liebsten Spulen, die einfach ein bisschen korrodiert sind. Also Rost angesetzt haben. So, jetzt auch mal schnell zum Arboretum. Wirklich keine Gegner bisher. Halt, was ist das? Was war das, besser gesagt? Da ist irgendwo was Fragezeichenmäßiges. Halt, was ist das? Leiche? Ja. Hallo? Okay, keine Ahnung, was das ist, aber scheint keine Leiche zu sein. Zumindest keine, die wir looten können. So, da oben auch noch was. Operator-Leiche und noch eine korrodierte Spule. Wie viele Neuromods haben wir eigentlich zur Zeit? 2, oh, echt gar nichts. Halt. Forschung abgeschlossen. Cystoidennest, was ist das denn? Cystoidennetz. Die Außenhülle der Cystoidennester besteht scheinbar aus einer äußerst dünnen Schicht desselben Materials, aus dem die meisten Typhon aufgebaut sind. Tatsächlich wirken die Nester so empfindlich wie die Cystoiden selbst, wodurch sie eigentlich weniger als Schutzhülle als vielmehr als eine lebendige Sprengladung fungieren.
Es kann durchaus sein, dass die Weber sie dazu benutzen, ihre Revier zu markieren und sogar vor Eindringlingen zu beschützen. Erste Scans zeigen, dass sie konstant tödliche Strahlendosen freisetzen. Meide sie, außer du willst, die Strahlenkrankheit oder einen Schwarm von Zystoiden, der hinter dir her ist. So richtig verstehe ich, kann ich jetzt einfach abknallen, oder? Okay. Scan abgeschlossen. Zystoid. Weitere Proben benötigt. Ach, das wollte ich überhaupt nicht machen, aber okay. Auszug aus dem Archiv von Projekt Axiom. Glücklicherweise produzieren Weber so vielen von ihnen, denn es hat sich als außerordentlich schwierig herausgestellt, die Zystoiden außerhalb dieser Nester am Leben zu halten. Auch wenn sie über keine sichtbaren Sinnesorgane verfügen, sind sie dennoch irgendwie in der Lage, uns zu orten und explodieren dann in unserer Nähe. Wenn wir herausfinden, wie sie uns sehen, können wir sie vielleicht irgendwann lang genug erblinden lassen, damit wir sie uns näher anschauen können. Ja, ich wollte gerade nicht auf ihn mit dieser Dingens Explosions da feuern, weil das ist ein bisschen übertrieben. Für einen so einen kleinen Zystoid. Halt. Gerade was Böses gehört. Ist hier unten irgendwas Cooles? Nee, ne? Da blinkt irgendwas. Ist hier oben irgendwas Cooles? Ist das noch ein Nest? Nee. Also langsam wird es wirklich, ohne Scheiß, Zeit für ein Recycling. Wir haben so viel, vor allem von diesen... Von diesen Typhon-Organen. So, hier war hier unten nicht irgendwas. Da. Abgelaufener Plasmabeutel und ausgebranntes Kabel hat sich gelohnt. Noch so ein Ding? Nee. Also er ist schon tot. Scheint auf jeden Fall noch mehr rumzulungern. Oh, kann das sein, dass das ein richtig großes Nest ist? Oh oh. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Versuchen sich vorbeizuschleichen oder auf die drauf zu schießen. Also momentan ist mein Plan, dass draufschießen besser ist, weil die scheinen ja so rumzubrennen und dann kaputt zu gehen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Okay, ich warte jetzt gerade noch drauf, dass sie kaputt gehen. Aber es ist auch nicht schwer, die aus der Distanz mit der Pistole abzuknallen. Forschung abgeschlossen. Da sehe ich gar nichts. Zystoiden-Nest noch irgendwo. Fuck, ich werde gerade verstrahlt. Aber nur leicht. Ich bekomme die scheiß Strahlenkrankheit nicht wieder.
Da drüben ist noch ein Sister. Ach, deswegen ist es quasi gar nicht möglich, so einfach an den vorbeizugehen, an den Nestern, weil man mit denen einfach strahlt. Deswegen ist es schon wahrscheinlich besser, wenn man die einfach kaputt schießt, sobald man die Chance dazu hat. So, weiter. Hallo? Zum Glück kann ich es hacken. Ich wüsste gar nicht, wo ich das Ding jetzt ans Herz bekommen soll. Also den Zeilencode. Ah. Oh, ich Idiot. Ich Idiot. Ich werde es nicht schaffen. Okay, habe ich mal komplett dumm angestellt, aber hab's doch noch geschafft. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Naja, ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.